Jo, herzlich willkommen zurück. Und ja, ich würde sagen, wir ziehen uns noch ein bisschen Story rein nach der Mission, ne? Ah, Radio Rowlands, was hat er denn? Der Mann ist der Einzige, der angeblich so viel Verstand hat, dass wir den Krieg gewinnen können. Das muss er mir aber erst beweisen. Und Vagabond schlägt ihn einfach nieder? Ich wette, dass Vagabond die nächsten 20 Jahre im Knast verbringt. Naja, Vagabond hatte seine Gründe. Vagabond ist eindeutig zu weit gegangen. Naja, Vagabond hatte seine Gründe. Ja. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich werde ein Wort mit dem Captain reden. Gefällt ihm anscheinend nicht so, oder? Ah, Maniac. Ja, ich meine, irgendwie wäre mir da zwischendurch schon mal ein Bug unterlaufen, ne? Ich glaube, das haben wir schon mal gehabt hier, obwohl es da noch gar nicht hingehörte. Einem Kilrathi darf man nun mal nicht trauen. Ich hoffe, Cobras Tod ist Ihnen eine Lehre gewesen. Du willst es nicht anders, Mann. Nur mit der Ruhe, Mann. Sonst fällt Ihnen noch ein Kampfpilot aus. Sie leben gefährlich. Was wollen Sie denn damit sagen? Ich möchte Sie nur warnen, Maniac. Das nächste Mal, wenn Sie neben mir fliegen, drehe ich vielleicht kurz meine Geschütze in Ihre Richtung. Unfälle können schnell passieren. Oh, ich mach mir in die Hose. Ich habe auch eine Geschützkanzel, Mann. Wir werden sehen. Wobei, recht hat er ja eigentlich, ne? Ich werde das jetzt noch mal laden. Naja, Er hatte Vagabond, seine da wäre ich mir Gründer. nicht. Was macht er denn, wenn ich sage, das Das ist ist mir nicht zu anders, dumm? Mann. Das ist mir zu dumm. Gehe da einfach an ihm vorbei, ja. Das ist in dem Moment sowieso das Richtige, irgendwie eher. So, ansonsten ist ja tote Hose, ja. Tja, Cobra gefallen. Ops, gibt's nie mehr. Alter Schwede, ey. Ich könnte schon mal weggehauen. Alles klar, Herr Kommissar. Weiter geht's. Fangen wir an, Colonel. Das Hauptquartier hat uns nach Freya geschickt, weil man hier einen Jump Point ausfindig gemacht hat, der direkt nach Kilra führt. Ein nettes kleines Hintertürchen, das wir später gut brauchen können, wenn Dr. Severin die T-Bombe fertiggestellt hat. Allerdings hat die Sache einen Haken. Das Sonnensystem gehört den Kilrathi. Das heißt, wir müssen sie vertreiben. An die Arbeit, Colonel. Machen wir doch. Glatt. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Flash ist da. Maniac habe ich keine Lust drauf. Wir nehmen aber Kero. Vaquero, ich hätte gern, dass Sie neben mir fliegen. Wegtreten. Naja, wenn ich die Excalibur fliegen darf, dann fliege ich die auch, ganz klar. Das Schiff der Schiffe, Mensch. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist die Kiste überhaupt hier. Geht die Post. Gatos in Sicht, Sir. Jo, dann. Lösen und angreifen! Andale, jetzt geht's rund! Wie sieht's aus? An meiner Maschine ist nicht eine Schramme. Fliegst du mir auch vor die Linse, du Arsch. Junge, 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 Junge. Dreck und stirb, Ja, von Gato. wegen.
bestimmt nicht alleine gebracht, Junge. Ja, wenigstens so zu gebrauchen. Aufstehen, wenn man es mir leicht macht. Räche mich! Tritt Dreck und stirb, ja, Gato! Ja. Naja. Hab ja genug auf der Abschussliste. Gato sind nicht, Sir. Ja, dann gib ihm. Lösen und angreifen! Andale, jetzt geht's rund! Kümmere ich mich mal um die Korvetten und du kannst dir die Pilötchen mal annehmen hier. Greifen Sie mein Ziel an! Alles klar, Sir. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ein bisschen risky drauf, oder? Und wieder riskant. Ja, wenn man nichts riskiert, macht es keinen Spaß. Das kannst du laut sagen. So, du bist hinter mir her hier, also, ja? Dann pass mal auf. Jetzt zeige ich dir mal, was das bedeutet für dich. Tritt Dreck und stirb, Gato! Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Tritt Dreck und stirb, Gato! Ah, weiter geht's, Kumpel. Jo, dann mach mal Galle. Greifen Sie mein Ziel an! Alles klar, Sir. Ich kümmere mich mal um das große Ding da wieder. Kennen wir ja schon. Einfach schön ins Heck und dann haben die sich fast von alleine erledigt, ne? Tritt Dreck und stirb, Gato! Findest du, ne? Stirb, Gato! Sieht's aus? An meiner Maschine ist nicht eine Schramme. Das ist gut. Friss Dreck und stirb, Gato! Friss Dreck und stirb, Gato! Ja,
Gato. Schreck und stirb, Gato. Einsatzziele erreicht. Wie so ein Köter, der hinter dir ist. Umdrehen und in die Rippen treten. Was jetzt mehr oder weniger metaphorisch vom vierten Teil gerade geklaut ist. Admiral Tolwyn. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Kilrathi sind ziemlich fleißig gewesen. Aber da sind schon mehr Raumschiffe nötig. So leicht kriegt sie keiner unter. Sie können jetzt landen. Tja. Ab geht's. Leider geht's aber langsam auch für dieses Spiel dann langsam dem Ende zu, ja. So, was geht jetzt hier? Flint. Ja. Ziehen Sie um? Nein. Den Schrank auszumisten hilft mir manchmal, den Kopf klar zu kriegen. Ich habe auch ausgemistet. Und ein paar Erinnerungen über Bord geworfen. Das hört man gern. Ehrlich gesagt, ich bin Ihnen etwas aus dem Weg gegangen, solange Sie noch auf der Suche nach Angel waren. Und ich begebe mich jetzt sicher aufs Glatteis. Aber... Aber? Es sieht ganz so aus, als ob es zwischen uns gefunkt hätte. Wer weiß, vielleicht bin ich nicht die einzige Frau, bei der es gefunkt hat. Ob Sie es glauben oder nicht, Flint, ich bin nicht der Typ, der mit sämtlichen Frauen flirtet. Und ich, Sir, bin nicht der Typ, der mit sämtlichen Männern an Bord flirtet. Machen Sie auch mal eine Ausnahme? Kann sein. Ja. Captain Eisen. Colonel, bedrückt Sie irgendetwas? Captain, der Bunker ist für einen Piloten wie Vagabond nicht der richtige Ort. Oh ja, das ist richtig. Aber der Bunker ist der richtige Ort für jemanden, der so disziplinlos ist wie er. Man muss knallhart sein. Man muss mit Gefühl dran gehen. Nee. Man muss knallhart sein. Sir, die Belastung ist für uns alle außergewöhnlich groß und Vagabond hat eine Chance verdient, finden Sie nicht auch? Und Sie übernehmen persönlich die Verantwortung für ihn? Ja, er wird mit mir fliegen. Das versteht sich von selbst. Gut, ich bin einverstanden. Danke, Sir. Brauch Piloten hier. Kann ich in den Knast stecken, weil ich mir die Fresse haut da oder was? Oh, was hat sie jetzt? Bastelt unser Excalibur um? Mann, endlich darf ich zeigen, was ich kann. Ich war von Anfang an von Ihnen beeindruckt. Sie müssen mir nichts beweisen. Ich kann mehr, als Sie denken können. Sie würden sich wundern. Treffen wir uns mal privat, dann zeige ich Ihnen, was ich alles kann. Früher oder später müssen Sie sich von den Schatten der Vergangenheit trennen. Lassen Sie sich von jemandem trösten. Ich verstehe. Sie glauben, Sie wären dafür die Richtige. Es wäre einem Versuch wert, oder nicht? Gottes Willen. Eiwa. Naja. Sie bescheren uns drei verschiedene Enden. So, ja. Missionstechnisch geht's dann aber im nächsten Part weiter. Bis dann.